So, und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engländerin, zu einem neuen Part, zu einer Online-Ausgabe der Dwarf News im Online-Modus. So ein Spaß. Okay, na dann. Schauen wir mal, in welcher Piste wir jetzt die Dwarf News abfahren werden. Na, es ist eine, die niemand wollte. Ja. Oh, hallo Antonio aus Deutschland. Hallo auch die anderen, die nicht aus Deutschland kommen. Zu zweit. Ja, ich spiele heute den Animal Crossing Bewohner, weil im letzten Monat Animal Crossing rauskam und ich es nicht gespielt habe, können wir es wenigstens hier in diesem wunderschönen Auto bei den Dwarfen spielen. Ich bin Animal Crossing Bewohner. Jo, und dann kommen wir zu den Themen des Monats April auf meinem Kanal. Das wäre den Fürst LP. Ja, wo wir schon bei Animal Crossing New Horizons sind. Das findet leider auf meinem Kanal auch im April leider nicht statt. Dafür geht's mit Pokémon Mystery Dungeon Ratatouille DX ordentlich weiter. Und da habe ich mich leider auf meinem Kanal für eins von beiden entscheiden müssen, wie ich schon im Dwarf News im Monat März gesagt habe. Gibt leider auf meinem Kanal nur eins davon, Pokémon Mystery Dungeon Ratatouille DX oder Animal Crossing New Horizons. Und da Animal Crossing jetzt auch persönlich für mich jetzt nicht so das Spannendste ist, also nicht mein Lieblingsprojekt und nicht mein Lieblingsspiel, und es ist auch nicht das Spannendste, man so, also man müsste es, wie es gerade bei anderen YouTubern wie Zombie oder Kedos oder so weiter, Domtendo macht es glaube ich auch, auf dem Channel läuft, wie es dort läuft, müsste man das täglich hochladen, täglich neue Parts Animal Crossing, und das ist halt so ein, ja, kann man fast Gelegenheitsspiel nennen, und Gelegenheitsspieler auf meinem Kanal jetzt eher nicht so. Man muss halt wirklich Tag für Tag sich um die Insel kümmern und alles machen, und das ist halt für meine Projekte nicht sehr geeignet, da ich halt doch relativ unregelmäßig in den Spielen spiele, und ja, Animal Crossing für meinen Kanal. Ich weiß nicht, ob es das Spiel geben wird. Vielleicht kaufe ich mir das Spiel einfach mal irgendwann, um es privat zu haben, um es privat mal zu spielen. Und dann gibt es vielleicht auch irgendwann mal einen Part davon. Mit Test oder so mal. Irgendwie. Ja. Und das wird auch nicht immer, das wird nicht im April und auch nicht im März. Vielleicht auch nicht 2020 passieren. Irgendwann. Das spielen wir dann, wenn es wieder Retro ist. Wenn es ein Retro-Spiel ist. Ja. Retro-Game auf der Switch. Irgendwie so. Jetzt habe ich die erste Runde jetzt hier nur über Animal Crossing geredet. Aber auch über Pokémon Mystery Dungeon Ratatouille DX. Da wird es einige neue Parts auf meinem Kanal diesen Monat geben. Ist ja klar, das war erst gegen Ende letzten Monates released. Und da beginnen wir jetzt den Monat mit Part 9 und Part 10. Nur trotz Hafenstadt, das finde ich ganz super, das nehme ich. Und während's Ende, ja, Part 15 habe ich ja stehen am Ende des Monats. Ja, also ein paar Parts, ordentlich Parts, werde ich draufhauen. Dadurch, dass ich einiges anderes noch spiele. Ja, ich sehe hier gerade, ich habe hier noch einmal Resident Evil stehen. Ein Part Resident Evil habe ich mir jetzt hier noch aufgehoben. Mal schauen, ob ich den spiele. Resident Evil habe ich jetzt hier erstmal pausiert. Ich glaube, im März gar nicht gespielt. Da habe ich irgendwie die Lust dran verloren. Muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht beenden wir das Projekt einfach, weil wenn ich keinen Bock mehr drauf habe. Oder ich spiele es irgendwann weiter. Also jetzt ein Part im ganzen April, das macht dann auch keinen Sinn. Ich mal gucken, ob ich da irgendwas anderes reinschmeiße.
an den Tag, wo ich das kommen sollte. Ich glaube nicht, dass ich das machen will. Vor allem, ja, vor allem wegen einem Part. Das ist jetzt, muss man das Spiel jetzt nicht nochmal einwerfen. Kati und Sharky ist mit dabei. Willkommen. Ich lese hier nur die Deutschen vor. Ja, die könnten mich vielleicht verstehen. Die könnten unter Umständen das gucken und... Versteht er? Die anderen seien natürlich auch herzlich gegrüßt. Das will ich jetzt nicht sagen. Da will ich jetzt hier keinen angewandten Rassismus in den Dwarf-News stattfinden lassen. Auch die Japaner und die Engländer und die Amerikaner und wer sonst noch so alles dabei ist, seien hier auch nicht gegrüßt. Ja, was haben wir noch so im Monat? April? Gleich zu Beginn. Gibt's vom 4-5 Discord was ganz, ganz Feines. Verrate ich euch jetzt schon, damit ihr darauf gespannt sein könnt. Naja, obwohl, das habt ihr schon gesehen, wenn die Dwarfnews jetzt hier kommen. War das gestern, also darf ich sowieso schon verraten. Gestern kam auf meinem Kanal am 2.4. eine Folge VR Chat mit dem 4-5 Discord online. Da habe ich ein bisschen mehr als ein Stündchen mit dem 4-5 Discord. Ich glaube, der Prof und der Modi waren mit dabei. War die Nein auch mit dabei? Ich weiß es gar nicht mehr. Da haben wir gemeinsam VR-Chat gespielt. Uns dort mal ein bisschen unterhalten. War ganz lustig. Habe ich einen kleinen Zusammenschnitt draus gemacht. Ich glaube, es sind fast sind ein bisschen über 20 Minuten geworden. Ja, was man halt so in VR-Chat großzügig zusammenschneiden kann. VR-Chat gespielt. Auch mal lustig für ein paar Plank. Dann haben wir in diesem Monat im 4-5 Discord nach Uno. Haben wir Uno im Tabletop-Simulator gespielt. Und jetzt Ende des Monats soll es dann noch Golf-Ed geben. Das werde ich dann auch noch. Das wird noch produziert. Das ist noch nicht gemacht zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser Dwarf-News. Wenn die Dwarf-News rauskommen, ist das schon gemacht. Soweit produziere ich mir für 5 Discords dann vor. Und so viel sei verraten. Oh, Platz 10, das sieht ja übel aus für mich hier. Bei der letzten Runde war ich Platz 3. Gar nicht schlecht hier mit meinem Auto. Einem sehr gewöhnlichen Auto. Ja, Pokémon Schwert wird dann natürlich noch weitergehen. Das habe ich noch nicht beenden können. Mit Stern und voller Power. Mit Stern und Beschleunigung. Großartig. Ja, Pokémon Schwert, da sind wir jetzt bald. Da sind wir jetzt hier beim Champ Cup angelangt. Da geht es jetzt in die finalen Runden. So viele Parts wird es auch nicht mehr kriegen. Aber ein paar Parts gibt es in diesem Monat noch. Ja, Minecraft Arno. Natürlich auch ein, zwei Parts. Ja, Part 98 habe ich jetzt hier stehen. Ende des Monats. Also Ende des Monats 98, also ein, zwei Parts gibt es davon auch. Trotz Hafenstadt, das will ich jetzt auch mal spielen. Konnte ich schon in der letzten Runde nicht kriegen. Sie ist die Königin. Was haben wir hier noch? Wendell's Monday natürlich. Ja, Wendell's Monday. Das habe ich jetzt schon beendet. Das habe ich schon so weit vorproduziert, dass ich das jetzt schon abgeschlossen habe. Die vorproduzierten Parts kriegt er dann noch serviert in diesem Monat. Ich glaube, ich habe das so vorprogrammiert, dass das Anfang Mai dann der letzte Part online kommen könnte. Ja, schaut so aus. Im April kriegen wir es noch nicht fertig, aber Anfang Mai wird das Projekt dann enden. Und ich habe sogar schon ein Nachfolgeprojekt für Randall's Monday. Da freue ich mich auch schon ganz großartig auf. Da bin ich auch schon so am Vorproduzieren. Also ich bin einfach am Vorproduzieren, weil ich einfach Bock habe aufzunehmen. Das glaubt ihr mir gar nicht. Gerade das Nachfolgerprojekt, das macht mir so viel Spaß, so viel Bock, dass ich extra viele Parts aufnehme und bin irgendwie schon, bevor das Projekt veröffentlicht wird, bin ich damit wahrscheinlich schon fertig. Aber das ist glaube ich bei mir. Ja, ist auf meinem Kanal irgendwie so, die meisten Parts, die ihr seht, sind vorproduziert, aber. Naja, tut dem ja keinen Abbruch. Ist ja trotzdem irgendwann aufgenommen worden und ja,
Tja. Ich hoffe, das ist für euch kein Problem. Also, dass ich da großartig vorproduziere. Also, ich habe generell grundsätzlich immer 2 Wochen im Voraus. Und bei manchen Projekten halt, also manche Projekte, wo ich halt Bock drauf habe, das aufzunehmen, das heißt, die Parts schon ordentlich vorproduziert. Also, wie gesagt, meine Mann ist schon fertig. Aber bei Sachen wie Pokémon Schwert, Pokémon Mystery Dungeon, also in WX und in anderen Projekten, Deponia, die sind dann in der Regel so 2 Wochen im Voraus, ja, das kann man sich so, also, den Parts, den ihr seht, den meisten Part von Pokémon Schwert, zum Beispiel, ist unter großer Wahrscheinlichkeit schon 2 Wochen alt, also, aber für euch neu, deshalb, also, es ist, die Videos werden ja nicht alt, also, die Videos vergammeln ja nicht, also, ich hoffe, das ist wirklich kein Problem für euch. Wenn doch, dann meldet euch mal in die Kommentare und sagt mir das mal. Wäre nicht schlecht, wüsste ich gerne. Ja, Resident Evil eventuell wahrscheinlich nicht. Also Resident Evil, ich habe es jetzt mehrfach erwähnt. Jetzt habe ich euch Bock drauf gemacht. Jetzt habe ich euch Laune gemacht. Aber ja, wegen dem einen Part. Unwahrscheinlich. Ja, Deponia. Deponia gibt's. So ein, 2 Parts, wie es aussieht hier. Ja, mal schauen, was so kommt. Ja, wenn es mal, will ich jetzt hier ordentlich. Es wird auch ab und zu mal nachmittags kommen. Oh, der Ömer spielt abends. Das Spiel gibt's noch, das wird noch gespielt. Das ist ja, das habe ich ja Ewigkeiten nicht mehr gelesen oder gehört irgendwo. Abends. Das gibt's noch, das wurde noch nicht von allen weggeworfen und. Ist noch ein Spiel. Es gibt noch Leute, die Arms spielen. Interessant. Ja, der 4-5 Discord, der haut wieder mal was raus. Wie jeden Monat. Der Uno, da könnt ihr euch auch drauf freuen. Es hat Spaß gemacht, das aufzunehmen. We Are Chat, das muss ich jetzt mal wirklich nochmal, ich kann das nicht oft genug betonen. Das war ein ordentlicher Part, der Part macht Spaß. Könnt ihr euch anschauen. Gestern We Are Chat in 4-5 Discord, Folge 45, auch ein bisschen jubiläumstechnisch. 45. Part von der 4-5 Discord Aufnahme. Unbedingt anschauen. We Are Chat mit dem 4-5 Discord. Großartig. Werden wir irgendwann mal wiederholen. Erstmal kommt Uno und Golfit. Irgendwann dann wieder wie Arnschatz. Eine großartige Aufnahme. Das hat richtig Spaß gemacht. Und der Zusammenschnitt davon ist auch großartig geworden. Also, wenn ich euch was empfehlen darf, dann natürlich alle anderen Videos auf meinem Kanal auch, aber unbedingt, wenn ihr das noch nicht geguckt habt, gestern wie Arnschatz. Mach das mal, holt das nach. Das ist wirklich eine heiße Sache. Auch für Leute, die meinen Let's Plays jetzt nicht so gucken und lieber auf Linux und so weiter aus und so ein anderes. Also, das ist für jeden was auf diesem Kanal. Also, Universal-Video. Auch wer 4-5 Discord-Aufnahmen nicht so mag. Wenn die nicht so gefallen, sollte da mal reinschauen. Da kann ich nur von schwärmen. Und von etwas, was ich noch schwärmen kann, ist, was natürlich nicht auf diesem Kanal stattfindet, aber irgendwie auch mit diesem Kanal zusammenhängt, der Bilaterale Podcast. Auf dem Bilateralen Podcast Channel kann ich auch mal wieder für werben. Da schaut er bitte auch mal nach diesem Video alle vorbei. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, ja, 5 Parts sollten online gekommen sein. Das kann hinhauen, ja. 5 Parts haben wir davon schon gemacht. 4 bilaterale Parts und 1 multilateralen Part. Mit dem Prallwander, den hatten wir schon in der 5. Folge zu Gast. Schaut mal auf dem Kanal vorbei. 5 sehr nice Podcast-Folgen. Naja, 4 sehr nice Podcast-Folgen, der erste Part.
Der erste Pfannkuchen ist ein bisschen in die Hose gegangen, aber ja gut. Trotzdem hörbar. Hört unseren Podcast an. Podcast von Zweigi und von Mordi. Unbedingt mal reinhören. Ein kleiner YouTube-Podcast. Politik, Satire mit Zweigi und Mordi und manchmal auch mit anderen Gästen. Da haben wir jetzt in diesem Monat und wahrscheinlich auch noch in den nächsten Monaten auch einige Gäste eingeladen. Da kommt noch richtig Geniales auf euch zu. Schaut mal auf dem Podcast-Kanal vorbei. Da wurde es auch in einer Podcast-Folge schon gesagt, den wir so eingeladen haben. Der Palwander, der war schon da. Läuft gerade so. Es läuft mit meinem Kanal und meinem Podcast-Kanal. Es sind einige Sachen dabei, die mir persönlich sehr gefallen. Ich hoffe, euch auch. Ja. Meine Empfehlung ist raus, gerade für es universell, für alle VR-Chat, generell für fünfte Videos und Podcast. Alles andere muss man gucken, halt, ja, das ist halt jedem so, bei Let's Plays ist es halt so die Sache. Muss halt jeder gucken, wie es für ihn am besten gefällt. Ja, manche haben halt Bock auf Pokémon. Pokémon Mystery Dungeon und Pokémon Schwert. Andere stehen auf Wednesday Monday. Oder auf Minecraft Ahnung. Viel mehr läuft auch gerade nicht auf meinem Kanal. Naja, das ist schon ordentlich. Das ist schon Abwechslung. Deponia Wednesday Monday. Pokémon Schwert, Pokémon Mystery Dungeon. DX. Und der 5 Discord. Also ist eine bunte Abwechslung, kann man so sagen. Ist für jeden was dabei. Und wer es gar nicht mag, hört unseren Podcast. Das ist. Ja. Kann keiner sagen, dass da nichts für einen dabei ist. Also ist wirklich, auf meinem Kanal ist gerade wirklich bunt vertreten. Ja. Fortnite und League of Legends und sowas zocke ich nicht, das ist klar. Ich grüße ihn raus an Ture. Der sei hier auch mal erwähnt. Der hat mir das schon geschrieben. Da spielst du die Vollkackspiele. Der meinte das nicht böse, aber ja. Der Ture ist schon süßer. ja. Aber es war Hust. Ja, das kann man falsch verstehen. Ja. Und der Zuschauer von mir, der Tourer, der ist manchmal ein bisschen verpackelt. Ja. Ist halt so, wer jetzt mal auch Real Talk, weil wir mit den Themen des Monats vorbei sind, mache ich jetzt hier nochmal so eine Talk-Runde in Bowsers Festung. Ja, ich bin halt eigentlich ein Nintendo, also eigentlich, da merkt man schon, bin eigentlich ein Nintendo only Let's Player. Plus, also ich sag mittlerweile Nintendo Plus, weil ich schon einige Spiele, wenn das man jetzt zum Beispiel Deponia, manche Spiele, die jetzt nicht Nintendo exklusive sind. Ja, schön. Ja, Dedelic ist meine Leidenschaft, das spiele ich gerne. Dedelic Games. Ja, auch im Mai werden uns die Spiele nicht ausgehen. Wie gesagt, das Nachfolgeprojekt von Endless Monday, was ich euch noch nicht verraten will, darf, kann, soll, muss. Keine Ahnung. Wird auch großartig. Da habe ich mich ja richtig dran verliebt. In das Spiel. Was nach Wannes Manel kommt. Da friere ich euch jetzt schon mal ordentlich an. Ich verrate es euch noch nicht, aber ich mache euch schon Laune drauf. So muss das.
Ja, manche Spiele kann es bestimmt irgendwann mal geben auf meinem Kanal. Da bin ich mittlerweile relativ offen. Tja, Endner bricht aus. Ja, das habe ich auch noch nicht erwähnt. Oh, jetzt, das muss nochmal ordentlich durchsagen. Endner bricht aus im Stream, das habe ich vergessen. Das im Stream läuft und jetzt nicht als reguläres Part, als Play veröffentlicht wird. Endner bricht aus, spielen wir am Stream ab und an mal. Das wird gestreamt und dann werden, wenn die Streams, die 1-Stunden-Streams, im Nachhinein geschnitten und irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt auf meinem Kanal hochgeladen. Da sollte man auch nochmal reinschauen. Und dann bricht aus Stream. Ich streame ja jetzt. Ab und an mal. Nicht regelmäßig, aber ab und an mal, wenn ich Bock zu habe, das Spiel mal weiter zu spielen. Juti! Ja, und läuft auf meinem Kanal. Daumen nach oben, solltet ihr gut informiert worden sein und ja, schaut mal in den Videos auf meinem Kanal vorbei. Schaut mal, was euch da gefällt. Wie gesagt, für jeden was dabei, kann keiner meckern. Ja, man kann schon meckern. Also Fortnite-Leute, also Leute, die gerne Fortnite sehen wollen, die werden auf meinem Kanal enttäuscht. Auch für die gibt es einen Netztest, da habe ich mal vor Jahren einen Netztest zugemacht. Jo, ich will zurückgehen. Gut, lasst ein Abo da, Däumchen nach oben, Glocke aktivieren und vor allem habt einen wundervollen Tag. Man sieht sich, haut rein. Ciao, ciao. Der Tod, der schwebt durch den Bildschirm. Putzig. Na dann, tschüssen.